Die Himmelsscheibe von Nebra, eine jahrtausendealte Bronzescheibe mit Darstellungen von Sonne, Mond und Sternen. Der vielleicht spektakulärste archäologische Fund der vergangenen Jahrzehnte. Über sie ist ein erbitterter Streit unter Archäologen entbrannt. Dass hier von dem wichtigsten Fund in Deutschland oder darüber hinaus gesprochen wird, also das würde ich doch sehr in Zweifel ziehen. Die Argumente sind an den Haaren herbeigezogen, geradezu absurd und ganz, ganz leicht zu widerlegen. Der Streit um die Scheibe hat alles, was ein Wissenschaftskrimi braucht. Raubgräber, Hehler und zwei Seiten, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Die eine Seite um den Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt, Harald Mähler. Für ihn ist die Scheibe nicht weniger als ein geschmiedeter Himmel aus der Bronzezeit, geschätztes Alter 3600 Jahre. Sie meinen, 1000 Jahre jünger und damit archäologisch kein bisschen sensationell. Die Professoren Rupert Gebhardt von der Archäologischen Staatssammlung in München und Rüdiger Krause aus Frankfurt. Sie zweifeln vor allem daran, ob der angegebene Fundort der Scheibe auch der richtige ist. Und tatsächlich, vieles liegt bei der Fundgeschichte im Dunkeln. Es ist der 4. Juli 1999, als sich zwei Sondengänger am Mittelberg bei Nebra auf verbotene Schatzsuche machen. Sie suchen nach Orden und Waffen aus dem Weltkrieg, erklären sie später vor Gericht. Nach ein paar Stunden schlägt ihre Sonde an. Nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche stoßen sie auf die Himmelsscheibe und halten sie erst für einen rostigen Eimerdeckel. Ein Stück tiefer, sagen sie, finden sie Schwerter, Beile, Armreifen. Wenn man richtig kritisch mit allen Aussagen umgeht und den Quellen umgeht, dann kann man sagen, dass die Scheibe als Einzelfund betrachtet werden muss. Die beiden Raubgräber nehmen ihren Fund mit nach Hause, verscherbeln ihn an einen Hehler. Bedeutsame archäologische Hinweise gehen für immer verloren und die Scheibe verschwindet auf dem Schwarzmarkt. Da kommt Landesarchäologe Harald Mähler ins Spiel. Er hat von der Scheibe erfahren und gibt sich 2002 als Käufer aus. Nur zum Schein, die Polizei im Schlepptau. Sie stellt die Scheibe sicher. Mähler präsentiert sie erstmals der Öffentlichkeit. Wissenschaftlich gibt sie allerdings Rätsel auf. Wie alt ist die Himmelsscheibe? Als man an einem der Schwerter Holzreste findet, deren Alter man auf 3600 Jahre datieren kann, ist die Sensation perfekt. Doch Rupert Gebhardt und Rüdiger Krause gehen da nicht mit. Sie haben den Verdacht, dass die Himmelsscheibe und die Schwerter nicht am selben Ort gefunden wurden. Wir sind da auch an Recherchen dran, denn es sieht so aus, als ob es mindestens drei Fundorte gibt. Einen fingierten auf dem Mittelberg, einen Fundort der Schwerter und einen Fundort der Scheibe an einer ganz anderen Stelle. Sie sind sicher, wenn der Fundort nicht stimmt, dann stammt die Scheibe auch nicht aus der Bronzezeit. Aber da ist noch Ernst Pernitzka, ein anerkannter Chemiker. Er hat den angegebenen Fundort untersucht und dort eines gefunden, eine hohe Konzentration an Kupfer und Gold. Aber noch wichtiger ist, in dem ungestörten Boden unterhalb der Füllgrube finden wir die allerhöchsten Konzentrationen von Kupfer und Gold. Inzwischen hat Ernst Pernitzka mit einem Dutzend anderer Kollegen einen Aufsatz verfasst, der die aufgeworfenen Kritikpunkte zurückweist. Doch die beiden Kritiker geben sich damit keineswegs zufrieden, drehen jedes Molekül in diesem Fall um. Und das führt zu einem neuen Verdacht. Der Verdacht drängt sich auf, dass es sich um eine Retourkutsche, wie man sagt, handelt. Und tatsächlich hütet auch Rupert Gebhardt in der Archäologischen Staatssammlung in München einen äußerst umstrittenen Fund. Es handelt sich um das Gold von Bernsdorf, Ausdruck einer bayerischen Hochkultur in der Bronzezeit. Sogar der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber kam, um das zu feiern.
Bis ein Gutachter dem Spuk ein Ende bereitete und auf einer Tagung feststellte, dass es sich bei dem Gold um Industriegold handelte. Der Tagungsleiter war Harald Mähler, der Gutachter, man ahnt es, Ernst Pernitzka. Ich habe sie untersucht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich um moderne Fälschungen handelt, aber dieses Mal sehr eindeutig. Und so hat er begonnen, der Streit der Archäologen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Professoren Gebhardt und Krause schaffen es mit ihrer Kritik in die Bild-Zeitung, sogar in die New York Times. Und in Sachsen-Anhalt versucht man, der Fälschung von Bernsdorf weiter auf die Spur zu kommen. Man hat den Goldfund verblüffend echt nachgebaut, mit Folien aus Industriegold und einem Bleistift. Also, modernes Gold, amerikanische Breite und in der Zusammensetzung den amerikanischen, im Internet bestellbaren Goldstreifen ähnlich. Da ist man schon ganz gut auf der Spur einer möglichen Fälschung. Der Streit der Archäologen. Hoffentlich trägt er dazu bei, die Rätsel der Himmelsscheibe von Nebra eines Tages zu enthüllen.